Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte, ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst. Ich habe Konstantinopoli verlassen und bin ins anatolische Hinterland aufgebrochen. In eine Gegend namens Kappadokien, wo Manuel sein Heer ausbildet. Mit etwas Glück bin ich nicht allein, denn es gibt dort osmanische Spione, die auf den rechten Moment warten, um zuzuschlagen. Doch wie immer vertraue ich nur auf mich und halte die Erinnerung an Sophia in meinem Herzen. Claudia, du würdest lachen, könntest du die rasenden Gedanken deines Bruders lesen. Ich bewundere Sophia mit tieferer Zuneigung, als ich je für möglich gehalten hätte. Nach Christinas Tod ist auch in mir etwas gestorben. Doch dieses Gefühl, diese Fähigkeit zu lieben, ist wieder erwacht. Ich verehre Sophia, jedoch wage ich nicht, sie in mein Leben hineinzuziehen. Nicht ohne Angst, sie zu verletzen oder gar zu verlieren. Spur von Tariqs Männern.
Beeindruckend für sein Alter. Vielleicht sollte ich doch besser wieder trinken. Was macht ihr da? Ben, du bist Devo. Was macht ihr da? Christus, geh Apostolos. Sehr merkwürdig. Nicht so nah, Adi Herif. Beruhigt euch. Tariq schickt mich. Nur euch? Warum nicht mehr? Ich reiche aus. Wo sind eure Männer? Vor über einer Woche von den Byzantinern gefasst. Ich war als Sklave verkleidet und konnte entkommen. Aber die anderen... Seid ihr ein guter Kämpfer? Das glaube ich schon. Sobald ihr euch sicher seid, kommt zu mir. Dann auf Wiedersehen.
Ihr habt vielleicht Nerven, Elithir. Habt ihr das mitbekommen? Wir schnappten noch einen Spion des Sultans. Ein Weibsbild diesmal. Verkleidet als Dirne niederer Herkunft. Nun schickt er schon die Haremsmädchen, was? Dem Sultan gehen wohl die Krieger aus. Wohin brachtet ihr sie? Rein, ins Gefängnis. Aber sie hält nicht lange durch. Nicht unter Shakulos Aufsicht. Wie lange noch, bis meine Soldaten mit diesen Waffen umgehen können? Höchstens ein paar Wochen. Die Janitscharen wissen, dass ich sie betrogen habe. Doch verfügen sie über die Mittel, sich zu rächen? Fraglich. Des Sultans Zwist mit Selim beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Gestank? Entschuldigt, Manuel. Diese osmanischen Gefangenen sind leider oft so zerbrechlich. Shakulo, so mäßigt doch euren Ärger. Für wahr, der Sultan erniedrigt euer Volk. Doch das ist kein Grund, auf Menschen zu spucken, die am Boden liegen. Ihr da, holt die Frau aus dem Gefängnis und bringt sie zur Kapelle. Shakulo, ich habe keinen Schlüssel. Finde ihn. Wer hat den Schlüssel? Du? Ich glaube, Nikolaus hat ihn. Er hat frei und ist auf dem Markt. Christemo, ich würde ihm gern einen Speer durch den Leib jagen. Komm, ja. Reiß dich zusammen, Edaxi. Sehe ich tanzende Tintenfische.
gibt es gute Gesundheit. Alle wurden gefangen genommen. Arme Männer. Alassi Tsikutsasin. Der turkmenische Abtrünnige war das. Shakulu. Ich bring ihn um! Wartet. Dafür, hm? Absurd. Hat er sie noch alle? Er riskiert mehr als nur seinen Kragen.